Du hattest viele Angebote, um mit Diablo Vodarczyk zu kämpfen oder gegen ihn zu kämpfen. Die Angebote kamen von mir, also von Sauerland damals noch. Gab es aber auch von der polnischen Seite sozusagen, oder? Es gab nicht ein Angebot von der polnischen Seite. Du lügst jetzt? Die lügen. Nicht ein Angebot. Immer das Angebot kam von Sauerland. Also ich habe gesagt, ich möchte unbedingt einen Vereinigungskampf machen. Mhm. Und die haben gesagt, ja, wir versuchen. Die haben das dann gesagt und dann, die wissen natürlich, Vodarczyk seine Seite, dass ich ein sehr populärer Boxer in Deutschland bin. Ja. Und dann haben die immer so eine große Summe gemacht, dass der Kampf dann nicht refinanziert werden könnte. Mhm. Und dann ist es nie wieder irgendwie zustande gekommen. Dann hat er versucht, sich selbst umzubringen, hat auch gehört, nee, gegen Hook, dann springe ich lieber vom Fenster. Du erzählst das und du lachst. Ja, ich muss, weil ich bin so ein, was soll ich machen? Soll ich weinen? Freundlicher Mensch, ja, ich weiß. Soll ich weinen?